Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Tomb Raider. So, was haben wir jetzt noch? Pixel! Yay! Whee! Ja, mal gucken, ob danach eigentlich Sense ist. So. Das dürfte jetzt schon die Zukunft repräsentieren. Cool. Der Sound. Typewriter continue. Yes. Yay. GML Generalized Markup Language IBM 1960s GML. Ende der 1960er Jahre brachte die noch am Anfang stehende elektronische Datenverarbeitung die erste elektronische Satzstellung hervor. Die aufwendigen und teuren Mainframes blieben jedoch dem Fachmilieu vorbehalten. Sie beruhten auf dem von Charles Goldfarb definierten Prinzip des markierten Textes. Goldfarb, damals Projektleiter bei IBM, erfand 1969 die Generalized Markup Language GML. Diese Auszeichnungssprache erlaubt es, Textbausteine mit Hilfe im Text enthaltener Steuerzeichen Titel, Zitat, Kapitelüberschrift zu beschreiben, ohne jedoch den jeweiligen Auszeichnungselementen entsprechende Formatierung zu definieren. Die Übertragung der Steuerzeichen in einen Dokumenttyp erfolgt ausschließlich über eine nach Ermessen des Nutzers veränderbare Nebendatei External Entities, die in den Makros der Drucksoftware enthaltenen Anweisungen gaben, die durch die Steuerzeichen definierte Formatierung vor und wurden während des Drucks auf die Dokumente angewandt. Diese Metasprache fand sehr bald zahlreiche Anwendungen und Goldfarb veröffentlichte 1986 eine Weiterentwicklung von GML, die SGML, Standard Generalized Markup Language. Sie ist auch heute noch eine weit verbreitete Auszeichnungssprache und bildet insbesondere die Grundlage der von Tim Berners zur Codierung von Internetseiten entwickelte Hypertext Markup Language HTML, eine Anwendung von SGML. Und hopp. Kann ich da nicht fliegen? Verdammt. Hopp. 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 Ah, toll. God damn it. So. Hop. Hop, hop. Hop, nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nein. Toll. Wenn ich da nicht fliegen kann, wie soll ich denn da hochschaffen? Okay, Concentration. Zane, du schaffst das. Yay, los.
los geht's. No, no, no. Wiswing, irgendwas, irgendwas. Achso, ich kann ja fliegen. Das ist ja cool. Ja, dann ist ja easy peasy. Ich will das endlich lesen. Lesen, nein. Wow. What you see is what you get. Wiswig. In den 1980er Jahren erhielt ein breiter Nutzerkreis Zugang zu PCs. Die Nutzung leistungsfähiger EDV-Systeme war also nicht mehr nur eine Fachelite vorbehalten. 1970 entwickelte das von Xerox finanzierte Palo Alto Research Center Park in Stanford, Kalifornien, die ersten Prototypen mit Grafikschnittstellen. 1983 stellte Apple mit Lisa Local Integrated Software Architecture ein erstes eigenes Modell vor, das dank seiner Grafikschnittstelle ausschließlich mit Maustaste funktionierte. Aufgrund der hohen Kosten von Lisa fand das Gerät keine breite Nutzerschaft. Im darauffolgenden Jahr kam der etwas preisgünstigere Apple Macintosh auf den Markt und wurde ein Verkaufsschlager. Nach dem Aufkommen der Grafikschnittstelle arbeiteten die ersten Textverarbeitungssoftwares mit dem System What You See is What You Get, WYSIWYG, das den zu schreibenden Text in einem Fenster anzeigte, das zugleich die Druckansicht war. Dieses Verfahren, das bereits 1975 im Park entwickelt wurde, findet heute bei professionellen und privaten Nutzern eine gleichermaßen breite Anwendung. MacWrite, das System von Apple Macintosh 128K, 1984 war die erste für Laien bestimmte Textverarbeitung, die auf WYSIWYG beruhte. So, hä? Hä? Gerade konnte ich noch fliegen, jetzt nicht mehr. Ach komm schon. Kann ja nicht der Ernst sein, so. So, und jetzt ab. Hab. Hab. Und. Ah, cool, darauf rumfahren kann ich aber. Mann. So. Und los geht's. Hä? Cool. Ja, geil. Oh. Dann bin ich schlecht. Pow. Hö. Wo muss ich denn überhaupt hin mit dem Ball? Sehr. Zack. Boah, das war schön. Bam. Bam, bam. Bam. Und. No. Alles aus dem Ball berührt. So, what says Red Sack? Na komm schon. Oh, aber jetzt nehmen wir den Ball mit. Pow. Ja, das wird nix, das wird nix. Boah, das war knapp. Mau. Uff. Und hoch. Ja, gleich habe ich es komplett abgeräumt, das Ding hier. Und so weiter geht. Na. Jetzt. Na. Zick. Ja, das könnte knapp. Na, ja, nee. Oh, aber jetzt. Gestriffen. Der hat doch gestriffen, ganz klar. Und. Bam. Habe jetzt. Au, das hat er voll erwischt.
Ja, das war lustig. So, was lesen wir jetzt noch? Die Bitmap-Schrift. Na, jetzt geht's aber rund hier. Die Bitmap-Schrift. Ab den 1980er Jahren wurde es dank der Entwicklung von Rechnern mit Grafikschnittstelle möglich, eine breite Nutzerschaft Hilfsmittel zum Erstellen und Drucken von Texten bereitzustellen, die bislang der Druckereibranche vorbehalten waren. Die von den ersten Personal Computern und den damals marktüblichen Textverarbeitungssystemen zur Erstellung der Schrift verwendete Codierung Bitmap führte jedoch zunächst zu Qualitätsverlusten. Die Bitmap-Schriftarten, auch Matrix-Schriftarten genannt, entsprechen im Computer einem tabellenartigen angeordneten Punkteraster, den sogenannten Pixeln. Picture Element. Die kleinste vom Bildschirm anzeigbare Bildeinheit. Aus diesen Pixeln verfügen sich die Schriftzeichen zusammen. Die ersten Grafikschnittstellen arbeiteten niedrig auflösend, das heißt mit großen Pixeln. Zudem traten bei den frühen Bitmap-Schriftarten, insbesondere dann, wenn die gepixelten Bilder nicht in ihren ursprünglichen Größen angezeigt wurden, Buchstabenverzerrungen, gezackte Ränder an den Buchstabendiagonalen auf. Trotz eines Korrektursystems, das diese Verformung teilweise behob, setzten sich in Grafik und Druckwesen vor allem die Factor-Fonts durch. Ab. So. Oh, es geht weiter mit diesem schönen Level. Hopp. 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 Hoppala. Hoppala. Oh, Mann. Zoom. Zoom. Hopp. 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 Ja. Komm. Du schaffst es, Baby, du schaffst es. Oh yeah. Nein, bitte. Toll. 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 Und hopp. Hey, was ist denn das? Ganz konzentriert, die Outline-Schrift. So, die Outline-Schrift. Die ersten digital erfassten Schriftarten wurden als Bitmap aufgepixelt und waren für den typografischen Druck weitgehend ungeeignet, aber das Aufkommen von Factor-Fonts und Outline-Schriften auf der Grundlage der Bézier-Kurven, so benannt nach ihrem Erfinder, dem französischen Ingenieur Pierre Bézier, perfektionierte das neue Grafikformat. Bézier war Ingenieur bei Renault und erfand 1962 ein System zur Computergrafik auf der Grundlage mathematischer Kurven, die seinen Namen bekam. Eine Bézier-Kurve besteht statt aus vielen Pixeln aus einer mathematischen Formel.
Auf dieser Grundlage entstanden auch die ersten Vektorschriften, bei denen geometrische Formen im Linienzug digitalisiert werden. Die Buchstaben dieser Schrifttypen bestehen aus geometrischen Formen, gerade, Rechteck, Kreis und so weiter, die in mathematischen Formeln ausgedrückt sind und die der Computer ausrechnen muss, um Großbuchstaben anzuzeigen. Die Großbuchstaben einer Vektor- oder Outline-Schrift haben den Vorteil der Skalierbarkeit, das heißt, sie können in jeder beliebigen Größe angezeigt und leichter verändert werden als die einer Punktmatrix, ohne Qualitätsverlust wie bei den aufgepixelten Schriften. Wow, Teleport. Scotty. Hä? Lalalalalalalalala. Naja, dann warten wir mal. Fuck, das war immer. Hö, täusch mich nicht, dass wenn du schießt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Naja, warten wir halt mal. Ich krieg's kurz. Ach komm, ich hasse es. Ach komm schon. So. Ach Mann, scheiß Kackteil, fuck, leck mich doch am Arsch. Muschi, dicken, fuck, leck mich, Kacke. Also ist nicht viel. Ja. Trotzdem läuft den Weg nach oben. Das sieht mir irgendwie ein bisschen cool aus.
Ganz entspannt, ganz. Nein! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. What the fuck, fuck, fuck? Bam! In die Klippen. Na komm. Na komm schon. Ach, Menno. Nein. Leck mir die Eier. Snake. Ja. Und das Lesen. Das Desktop Publishing. Das Desktop Publishing, das Desktop Publishing. Das Aufkommen der EDV-Systeme revolutionierte ab den 1980er Jahren die Drucktechnik. 1982 verließen John Warnock und Chuck Geschke, die im Xerox Park eine Seitenbeschreibungssprache für Drucker mit dem Namen Interpress erfunden hatten, das Labor und gründeten ihre eigene Firma Adobe. Als Weiterentwicklung von Interpress brachten sie das Vektorgrafikformat PostScript für Dokumente und Drucker auf den Markt. Die PostScript-Fontformate verhalfen dem Desktop-Publishing zum Durchbruch. Der Adobes PostScript Typ 1 setzte sich bald als Standard- und Protokollsprache durch. Dieses Format hat den Vorteil, von allen Betriebssystemen lesbar zu sein. 1985 erbrachte Apple seinen ersten mit PostScript-kompatiblen Drucker auf den Markt. Und im nächsten Jahr entwickelte Adobe für Apple die vektorbasierte Grafik- und Zeichensoftware Illustrator. Weitere Layout-Softwareprogramme wie Aldus PageMaker 1985 und Quark Express 1987 oder auch Bildretuschiersoftware wie der berühmte Adobe Photoshop 1990 rundeten den Entwicklungsprozess ab. Seither sind Layout- und Textpublikationsverfahren völlig digitalisiert. Das Desktop Publishing ersetzte definitiv Satz und Druck in der Welt der Publikation. Dank der Entwicklung von Computern wurden Drucktechniken in hoher Qualität für jedermann zugänglich. Ja, so ist es. Ach komm schon. Und tschüss. Abla. Nach. Hoppala. Ach Mann. Und tschüss. Das Ding ist einfach zu langsam. Ach.
Hab. Ja. Na toll. Ja, toll, ja toll, ja toll. Es ist doch zum Kitchen. Mann. Nein. Du musst halt echt mit dem Ding da rum. Nein! Fette, fette Fettkugel. Oh. Komm schon, komm schon. Komm schon. Wow. Relax, 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 relax und ab. Komm schon. Nein. Fuck off. Beschissenes Timing. Na toll. Hab. Kurz warten, kurz warten, kurz warten. Hab. Hab. Nein! Ein bisschen warten, ein bisschen warten, ein bisschen warten. Ja. Ein bisschen warten, ein bisschen warten, ein bisschen warten. Und. Ja. Ein bisschen warten, ein bisschen warten, ein bisschen warten, ein bisschen warten. Das Ding ist einfach zu langsam. Ja, okay, und das Ding schaffe ich sowieso nicht mehr. Nein! Ja, warte, 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 warte. Ach, komm on. So ein Raster. Nein, 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 nein.